Sophia und ich befinden uns in Australien. Das könnte man vielleicht auch schon daran erkennen, dass ich hier auf der falschen Seite des Autos sitze. Wir werden heute eine Serie fortführen, die ich vor wenigen Wochen in Deutschland begonnen habe. Und zwar darf die Familie vor uns bestimmen, was wir essen sollen. Das funktioniert wie folgt. Wir warten hier zum Beispiel an einem Drive-In, bis ein Auto mit mindestens 3 Personen vor uns reinfährt. Wir fahren hinterher und bestellen die gleiche Sache wie die Familie mit mindestens 3 Personen vor uns. In Deutschland sind dadurch schon die verrücktesten Bestellungen beim letzten Video zustande gekommen. Wir schauen mal, was die Australier sich bestellen. Und wir werden in diesem Video mindestens 4 Läden besuchen. Den ersten Laden haben wir auch schon besucht und die Bestellung war auf jeden Fall nicht wie geplant. Die erste Bestellung sollte bei Donut King, einer australischen Donutkette, stattfinden. Und hier musste ich einiges an Zeit verbringen, bis eine Familie auftaucht und etwas bestellt hat. Diese war dann da und bestand aus einem Vater mit seinen 2 Söhnen. Okay, also die erste Bestellung haben wir jetzt quasi gesehen. Mal gucken, was sie sich bestellt hat. Ich bin mal gespannt. Hallo. I would like to get the same order the family before ordered me. Like, I think they ordered something. The exact same order. Did they order any donuts? Okay. Das hier ist die erste Bestellung, Leute. Für 8 Euro haben wir uns 2 so Shakes bestellen lassen quasi. Ich bin schon wieder komplett baff, Alter. Das ist die erste Bestellung des Videos und wir haben in dem Donutladen keine Donuts. Wir könnten die Challenge auch einfach faken und halt dann so uns die Sachen bestellen, die wir Bock haben. Aber wir wollen es wirklich real durchziehen. Und man hat schon beim ersten Teil von dieser Reihe in Deutschland gesehen, dass ganz häufig andere Bestellungen rauskommen, als man erwarten würde. Ja, weil ich dachte irgendwie, die bestellen halt für die Kinder Donuts oder so. Ja, das hier sind jetzt Fig Shakes im Geschmack Vanille. Das ist eigentlich wie so ein Milchshake, wieder eine Milchshake. Wie von Five Guys schmecken die ein bisschen, finde ich. Ich will das hier mal aufmachen. Hier erkennt ihr das mal, die Konsistenz ein bisschen. Das ist sehr, sehr, sehr so cremig und fluffy. Hat auf jeden Fall eine nice Konsistenz. Aber ich muss sagen, ich hätte auch richtig Bock gehabt auf die Donuts, weil die haben auch so Apfel-Cinnamon-Donuts gehabt, die sehr klein sind, die verschiedensten Sachen. Und das zu testen wäre schon cool gewesen. Aber naja, so starten wir den Tag flüssig. Die nächste Mahlzeit wird sehr wahrscheinlich fest, hoffe ich mal. Deswegen lassen wir uns den ersten Shake hier schmecken und schauen beim zweiten Laden vorbei. Der zweite Laden ist natürlich die Goldene Möwe. Im letzten Video habe ich den Laden schon besucht. Es sind aber noch viele Sachen in dem Sortiment, besonders bei den ganzen Hauptspeisen, die wir nicht probiert haben und die es auch nur hier in Australien gibt. Deswegen hoffe ich, dass wir die jetzt hier bestellen können. Von unserem Platz aus werden wir jetzt hier die Autos beobachten, die in den Drive-In fahren. Und die schauen schon ziemlich groß aus, als würden da viele Leute drin sitzen. Aber die Australier fahren einfach alle SUVs. Da saß überall nur eine Person drin. Die Zeit beim Warten werden wir uns jetzt ein bisschen mit Zocken vertreiben und beobachten die Autos hier, bis eine fette Familie reinfährt. Oder Familie was Fettes bestellt, die muss nicht unbedingt fett sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange wir dort gesessen sind. Es waren insgesamt knapp 40 Minuten, weil keine Familie in den Drive-In, sondern immer in den Shop selber gegangen ist. Wir wollten die Regeln aber wirklich knallhart durchziehen und das Warten hat sich dann auch gelohnt. Da, die haben 2, 3 Kinder. Oh, ja. Oh, jetzt wird's scharf, Leute. Wir haben eine fette Familie mit 3 Kinder hinten gesehen und vorne eine Mutter. Ey, hier fahren so viele Leute rein und wir haben jetzt gerade 11.36 Uhr. Es ist also Mittagessen, es ist ein Sonntag. Ich schätze mal, die kommen vielleicht gerade irgendwie vom Sport oder sowas. Jetzt machen wir dieselbe Bestellung. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Alter. Hello, I would like to get the exact same order the family before ordered me. The person in front of me ordered. My English is not the very best. Excuse me? Is it working now? Pardon? Okay, thank you. Was ist das denn? Cone? Was? Cadbury, die haben... Ich will die Spannung jetzt nicht vorausnehmen, aber Leute, ich glaube... Irgendwie hat die wir haben schon wieder. Wir haben schon wieder... Doch, die hat das bestellt, was wir schon, war schon die richtige Bestellung. Die Familie vor uns, die haben schon wieder eine absolut wilde Bestellung rausgehauen. So, zeig mal die Kamera. Das haben wir hier bekommen, Leute. Hier Cones, 4x Eis. Kann doch nicht sein, Alter. Wir hatten gerade eben schon 4x Eis. Ich dachte, die lassen jetzt irgendwas Krasses hier raus. Für jeden 2 von uns. Mit so Schokolade. Vanilla Cadbury Cones. Cadbury ist hier sowas wie bei uns Milka, könnte man sagen. Jetzt nach dem Vanille-Milkshake nochmal Vanille-Eis. Richtig geil. Richtig abwechslungsreich. Die haben aber, was schätzt du, was haben diese 4 Eis gekostet? Ich habe es ja gesehen, 10 Dollar. Falsch. Oh mein Gott. Dann solltest du dringend zum Augenarzt. Scheiße. Die haben 3 Euro gekostet. Echt? Wir sind in Australien. Das kannst du nicht essen, Alter. Schau mal, wie das schmilzt. Das Eis schmilzt schneller, als man es essen kann, Leute. Wirklich. Was machen die mit dem Eis? Ich frag mich auch. Wie essen die das bitte? Wie wollen die das Eis essen? Oh mein. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell schmelzendes Eis gesehen. Wir machen hier saugen den ganzen Parkplatz ein. Ey, so schnell kannst du echt nicht essen. Was ist das? Die lachen uns schon aus. Die Leute, die sind gerade im Auto vorbeigefahren, haben uns voll ausgelacht. Scheiße. Ey.
Du könntest so nicht essen, ne? Du schmilzt mir alles weg. Das ist die Challenge, Sophia. Voll. Mm. Also danach muss ich erstmal duschen. Aber ich muss sagen, keine Ahnung, 80 Cent für ein so ein Eis, ist ja ein Schnapper. Ich dachte, dass Australien teurer ist als Deutschland. Oh. Mittlerweile ist Deutschland so teuer, also dass viele andere Länder sogar schon günstiger werden, die davor mal teurer waren. Wir müssen das Eis jetzt essen und ich glaube, wir müssen heute 5 Spots besuchen. Es kann nicht sein, dass wir nur Eis essen. Den nächsten Spot... Naja, es kommt drauf an. Vielleicht bestellt auch jemand 10 Burger oder so. Mm. Dann müssen wir nicht mehr viele zu anderen Spots. Wer den nächsten Spot aussuchen darf, das bestimmen wir jetzt. Und zwar bestimmen wir das Ganze gleich mit Matchmasters. Das ist eine kostenlose App, die ihr euch downloaden könnt. Und ein Match-Free-Game, was man PvP spielen kann, also Person versus Person. Und zwar werden wir eine Runde spielen, Sophia gegen mich. Und der Gewinner von der Runde darf bestimmen, zu welchem Spot wir als nächstes fahren. Boah, Brain Freeze, aua. Matchmasters ist auch der Sponsor des heutigen Videos. Das Coole ist, Matchmasters ist ein Free-Match-Game. Das ist so ein klassisches Konzept, wo es darum geht, dass man quasi 3 von einer Art zusammenbekommt. Man muss also auch ein bisschen seinen Grips anstrengen und ein bisschen taktisch spielen. Dabei ist das Spiel komplett kostenlos. Und das erste Free-Match-Game da draußen, was man Person gegen Person spielen kann. Ihr könnt es also gegen eure Freunde zocken. Und ich würde sagen, ich esse das auf, wir hüpfen rein und finden heraus, wer den nächsten Spot bestimmen darf. Gut, du bist dran, Sophia. Oh, okay. Oh, ein extra Move. Ich weiß auf jeden Fall schon, zu welchem Spot ich möchte, werde ich gewinnen. Ich bin nicht so schlau, wie manche denken. Oh mein Gott, bist du schlecht. Sophia liegt 6-15 vorne. Oh mein Gott. Ja. Oh nein. Alter, ich räume richtig ab. Ich habe aufgeholt, Gleichstand. Ey, so können wir in Zukunft alle Probleme in unserer Beziehung klären. Und die letzten Züge, Leute, und zack. Schaut euch das an, wer hier gewonnen hat, Leute. Die Hamsterbacke ist der Gewinner des Spiels. Und ich würde sagen, somit haben wir das auch geklärt. Ich habe schon den nächsten Spot eingegeben, und zwar geht's zu KFC. Wenn ihr euch Matchmasters auch downloaden möchtet, könnt ihr das entweder über den QR-Code machen, der euch angezeigt wird, oder ihr nutzt den Link in der Videobeschreibung. Darüber nehmt ihr direkt an dem Star Collection Event teil. Und wenn ihr 20 Sterne habt, habt ihr die Chance, ein iPhone 15 Pro Max zu gewinnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann auf dem offiziellen Instagram-Account von Matchmasters bekannt gegeben. Also viel Spaß beim Zocken und danke fürs Sponsoren des Videos. Wie schon gesagt, sollte der nächste Laden KFC sein. Und viele Leute fahren in Australien in den Drive-In, aber eben nicht viele Familien. Also mussten wir wieder ziemlich lang warten. Ey, Alter, ihr könnt euch die Verzweiflung nicht vorstellen. Wir standen jetzt eine Dreiviertelstunde hier und haben wie so Freaks jedes einzelne Auto fotografiert und gefilmt, was reingefahren ist. Ganz vorne sieht man jetzt 2 SUVs stehen und da waren jeweils 2 Leute drin gesessen. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, wir machen es einfach so, ich bestelle das, was die letzten beiden Autos vor uns bestellt haben, weil hier kommt keine Familie. Und genau in dem Moment, wo ich hier reinfahren will, kommt vor uns in diesem kleinen Toyota Corolla eine 2 Erwachsene und ein Kind hinten rein, also 3 Leute. Und wir haben jetzt endlich die Familienbestellung. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier was. Ey, ich habe mir langsam auch echt Hunger. Ich werde echt ein bisschen ungeduldig. Schauen wir mal. Okay, sie stehen schon mal ziemlich lange da. Hello, I would like to order the exact same order the car in front of me ordered. 5 sliders, 3 red buckets. Yes. Leute, die erste richtige Bestellung. Sie hat $30 gekostet, 20 Euro umgerechnet. Und es tut mir leid, aber ich will sowas auch wirklich mal real durchziehen. Man hätte auch einfach so es nicht filmen können bei den ersten Bestellungen und nicht zeigen. Aber jetzt haben wir hier eine fette Tüte voll mit Sachen. Und ich glaube, es ist echt viel. Was schon mal sehr geil ist, wir haben zum Trinken 2 Wasser bekommen. Feier ich, weil Softdrinks mit Zucker trinke ich nicht so gern. Okay, also wir haben hier 2 Buckets. Ich glaube, das ist mit Chicken. Hä, was ist denn da drin? Ah, das war für die Kinder wahrscheinlich oder für das Kind. Hier sind so Hähnchenteile drin mit Pommes. Fries before guys. Aha, okay, gut zu wissen. Die sind ziemlich lapprig. Oh. Und hier? Das hier so Chicken Nuggets quasi, wo man nicht genau erkennen kann, welches Teil von Hähnchen das sein soll. Alter, das denn? Irgendein Wrap? Ja. So ein wie nennt man das? Ding, Taco. Das hier ist das nächste. Also, ey, das ist 2 davon. 2? Aber wir hatten noch einmal eine Sache. 5-mal. Keine Ahnung. Vielleicht den 5-mal, den Taco. Nein. 5-mal? Ja, ja, 5-mal. Schau mal, 5-mal Taco. Ja, man sieht's ja nicht. Schau mal, 5-mal Taco. Also, 1, 2, 3, 4. 5. So, also 5 Stück insgesamt. Dann würde ich sagen, einen für dich, einen für mich. Dann nee, nee, das esse ich nicht. Das esst du nicht? Nee. Du isst es nicht, den Hähnchenfraß von KFC? Nee, ich esse die Pommes. Okay, bleibt mehr für dich. Du dann hast also Hunger. Darf ich jetzt hier 5-mal diese Dinger essen? Probieren wir mal. Sieht so aus, da ist mit so einer Pfeffer-Steak-Soße drin. Ja, da ist nicht super mein Geschmack, aber kann man machen. Also ist, glaube ich, auch nicht super ungesund, weil du hast halt hier dieses Weizen-Ding halt, Brot, Hähnchenfilet sowas drin und diese Pfeffersoße. Ja,
Kann schlimmer sein, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, keine Ausreden, die KFC-Bestellung wird reingehauen. Diese Bestellung war eine willkommene Abwechslung im Vergleich zu dem ganzen Eis davor. Also habe ich sie wie eine fleißige Hamsterbacke ratzfatz verdrückt. Ich habe jetzt hier noch ein paar Pommes übrig. Und die werde ich jetzt gleich beim Autofahren noch essen. Falls ihr euch gerne noch mehr so Natur oder sowas auch von Australien wünschen würdet, ein paar gefährliche Tiere etc. Keine Angst, ich habe das alles auf dem Radar und die Videos kommen auch noch. Nächste Woche werden wir zum Beispiel 24 Stunden auf einer wilden Insel mit Dingos, gefährlichen Tieren, Süßwasserflüssen und so weiter und so fort verbringen, auf dem Strand Auto fahren. Also lasst auf jeden Fall an der Stelle ein Abo da, damit ihr keins der nächsten Australien-Videos verpasst. Wir haben noch mega viel, was wir machen werden. 24 Stunden im Auto in Australien darf natürlich auch nicht fehlen. Unter anderem gibt es ja auch so giftige Spinnen, die ins Auto krabbeln, dich beißen. Und dann kriegt man so richtig schöne Blasen am Körper oder giftige Schlangen, die ins Auto krabbeln. Macht richtig Spaß hier. Das Wetter ist auf jeden Fall geil. Jetzt würde ich sagen, verdrücken wir das Ganze noch, genießen kurz ein bisschen die Sonne und dann geht's weiter zum nächsten Spot. Ich hab übrigens die Theorie, dass die Leute, die vor uns gerade bestellt haben, einigermaßen gesundheitsbewusst waren. Weil sie haben erstens schon mal Wasser bestellt zu trinken und zweitens diese Pepper-Dinger, die ich gegessen habe, die waren auch relativ gesund noch. Also ging in dem Sinne Mahlzeit. Anschließend ging es für mich direkt ins Fitnessstudio und das hat eine besondere Lage, denn es liegt direkt neben dem McDonald's, an dem wir heute früh waren. Und das sollte mich während des Trainings auf eine Idee bringen. Denn während ich dort Wiederholung für Wiederholung geschwitzt und Kalorien verbrannt habe, konnte ich es irgendwie nicht auf mir sitzen lassen, dass wir bei McDonald's heute nur Eis gegessen haben. Ich meine, man kommt nicht alle Tage nach Australien und kann bei McDonald's dort Sachen testen. Also kam ich auf folgende Idee. Wie man mir ansieht, habe ich fertig trainiert und das Fitnessstudio ist ja wie gesagt genau neben dem McDonald's. Und ich sag's euch, wie es ist, ich kann es nicht auf mir sitzen lassen. Wirklich, das triggert mich den ganzen Tag schon, dass wir da vorhin 4 Eis bekommen haben. Und ich wollte jetzt gerade aus Intuition hier auf den Sitz einsteigen, aber da ist ja kein Lenkrad. Deswegen werde ich jetzt zum McDonald's nochmal fahren und mir einfach die nächste Bestellung rauslassen, die da kommt. Ich habe mies hart trainiert, die Workouts hier sind richtig gestört, war mich richtig aus dem Leben. Da habe ich mir so ein paar Burgerchen schon verdient. Und vor allen Dingen will ich ja auch mal Burger probieren. Und wenn, dann im Rahmen des Videos. Deswegen lasst einen Daumen da, Leute, dafür, dass wir das jetzt so durchziehen. Wir da. Dieses Auto werden wir nehmen, da sind 2 junge Leute drin. Hello, I would like to get the exact same order the car in front of me ordered. Thanks. Thank you. Oh Gott. Ihr habt ihr es gehört? Die ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Das ist alles ein schlechter Witz hier heute. Die wollen mich doch verarschen, die Australier. Ich kann das nicht mehr. Der hat ein verficktes Eis in die Hand bekommen. Ein verficktes Eis schon wieder. Ich glaube, das ist ein Witz. Ich bin nicht krank. One question. Are Sundays ordered pretty often? Yes. Very often. Yes. Would you say it's the most ordered? Yeah, definitely that and like ice cream. So, ice cream in general. Digga, die Australier bestellen ice cream bei McDonald's immer. Ja, mit der Aktion habe ich mir meine beiden Kniescheiben weggeschossen, Jungs und Mädels. McSunday Caramel hat wahrscheinlich das Mädel vor uns bestellt. Den Rest findet ihr auf meinem OF. Und das hier, vielleicht der Typ. Ich weiß nicht, ob man es gerade hören konnte, aber die Frau, die da arbeitet, meinte, das ist mit Abstand das am häufigst bestellteste Produkt hier in Australien. Ice Cream. Ich konnte es nicht glauben, aber dann ist es halt so. Dann ist es einfach so, dass die Australier hier nur Eis bestellen. Und es tut mir leid für das Video, aber es geht ja auch ein bisschen darum, bei dem Video herauszufinden, in welchem Land, wo die Leute was vielleicht krass viel bestellen. In Deutschland war es zum Beispiel bei dem Video ultra viel Pommes. Wir werden ja auch als die Deutschen als manchmal die Kartoffel bezeichnet, aber Kartoffeln. Und wir lieben halt nun mal Kartoffeln. Wir essen mega viel Pommes. Und die hier essen mega viel Ice Cream, weil es einfach hier so heiß ist, Digga. Gut, dann zünde ich mir jetzt 2 McSunday hier rein beim Fahren. Kann leider keinen Zeitraffer machen, weil das Handy an dort umfliegt, aber ich mache jetzt versuch's irgendwie. Also, auf zum nächsten Spot, wir holen Sophia ab. Der Tag kam mir langsam wie ein Fiebertraum vor, aber die Challenge haben wir uns vorgenommen, also wird sie auch durchgezogen. Ich wusste ja an der Stelle noch nicht, wie krass das nächste Essen werden sollte. Wir sind gerade auf dem Weg zum nächsten Laden, Leute. Schaut euch mal das hier an, Only Kebabs. So muss das. Wir haben mittlerweile ein bisschen am Abend und ich befinde mich übrigens in Noosa. Das ist 2 Stunden nördlich von Brisbane und es gibt eine Burgerkette in den USA, die sehr gehypt ist. Und dort gibt es, glaube ich, nicht mal Eis, was man bestellen kann. Das heißt, wir müssen jetzt Burger bekommen. Und ich muss sagen, Australien per se ist schon wirklich wunderschön. Und ob die Burger hier jetzt auch schön sind bei Betty's Burgers, das werden wir jetzt mal herausfinden. Ich muss nur warten, bis eine Familie vor mir bestellt. Da es in dem Laden kein Drive-In gab, habe ich dem Personal gesagt, dass sie bitte die nächste Bestellung von mehr als 3 Personen für mich wiederholen sollen. Und die Bestellung wurde von einer Familie mit mehreren Kindern aufgegeben. Ganz günstig war die auch nicht. Das war eine sehr, sehr fette Bestellung, Leute. $90.
Diese Bestellung hat es wirklich in sich und das ist, glaube ich, so eine Bestellung, an die wir alle gedacht haben, als wir dieses Video angeklickt haben. So sieht's aus. Wir haben hier insgesamt zwei Classic Burger, einen Kinder Chicken Burger, zweimal Fries, einmal Chicken Stripes sowie Onion Rings. Es waren insgesamt drei Kinder und zwei Erwachsene. Die beiden Erwachsenen haben jeweils ein Bier bestellt und für die drei Kinder gab es jeweils eine Fanta. Also so richtig klischee-mäßig. Wie die das mit dem Essen aufgeteilt haben, habe ich nicht ganz verstanden. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein und beginnen mal direkt mit dem Cheeseburger hier. Ich werde auch nicht mehr so häufig rauslassen sagen. Ich habe selber in einem meiner letzten Videos gemerkt, dass ich wirklich bei jeder Mahlzeit bei dem Flugzeugvideo rauslassen gesagt habe. Ich lasse mir was raus. Es hat mich irgendwann dann selber aufgeregt, als ich mal gemerkt habe. Gut, Betty's Burger. Super gehypt in Australien. Schau mal, was die können. Die haben hier so ein Brioche-Bun, was sehr schön ausschaut. Ein sehr, sehr dünnes, gesmashtes Patty. Ein frisches Salatblatt, ein bisschen Käse. Sieht unspektakulär aus, aber probieren wir mal. Ein bisschen ähnlich wie Shake Shack, nur mit dünneren Patties und nicht ganz so fettig. Hier mit dem Australien-Vibe, wir sitzen direkt an so einer Straße, die am Strand ist. Kommt super rüber, dazu mal probieren wir die Pommes. Da ist jetzt die Frage, Pommes alleine in den Mund oder mit dem Burger im Mund? Boah, die sind voll ähnlich wie bei McDonald's. Probier doch auch mal die Pommes und sag mal, was du davon hältst. Also besser auf jeden Fall als die von KFC. Ja, stimmt, die von KFC waren sehr, sehr labbrig. Aber ich finde, die sind von der Konsistenz her und vom Geschmack haben die sehr Ähnlichkeiten mit Mc's. Nicht ganz so salzig, finde ich. Ja, die sagen übrigens hier, kleine Randnotiz, in Australien auch Mc's. Also Mc's, wie bei uns auch. Die schreiben das aber, glaube ich, M-A-C-C-E-S. So, Onion Rings wäre jetzt nichts, was ich mir bestellen würde. Da sehe ich nur den Sinn drin. Aber diese Crispy Chicken Stripes hier, die sind, glaube ich, geil. Okay. Der Crunch, hätte ich gedacht, der ist krasser. Hm. Wir haben hier Hähnchenfilet drin, was halt sehr, 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 sehr knusprig paniert ist. Burgerchen. Der ist saftig. Saftig? Mhm. Also von dir auch Daumen nach oben, oder? Mhm. Zuletzt haben wir hier noch den Kinderburger. So ein Kinder-Chicken-Burger. Auch ist ein bisschen ähnlich gemacht wie bei McDonald's. Ganz geil. Hier auch mit so einem Hähnchenfilet drin. Relativ Premium, also ich mag. Wir haben dafür jetzt umgerechnet ca. 55 Euro gezahlt. Und die Fanta hier ist nicht gelb, sondern orange. Geil. Wir lassen uns schmecken und hauen diese fette Mahlzeit rein. Geschmacklich wirklich geil und das Ganze aber in einem wunderschönen Klima. Es könnte nicht schöner sein. Vor allen Dingen, wenn man den Sonnenuntergang dann noch am Meer verbringen kann. Wir sind jetzt runter an den Strand gegangen, Leute. Und hier sind jetzt noch ein paar Onion Rings übrig. Bei denen muss ich sagen, habe ich echt nicht so Bock drauf. Aber die muss man halt einfach runterziehen bei so einer Challenge, obwohl man das möchte. Wir genießen jetzt hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall satt. Wie sieht es bei dir aus, Sophia? Ich bin auch mehr als satt. Wir hatten jetzt insgesamt heute anstatt 4, 5 Bestellungen. Drei davon waren eigentlich nur Eis. Wir haben herausgefunden, dass die Australier Ice Cream lieben. Wie fandest du den Tag? Ja, krass, gell? Ganz schön viel essen. Ja, ganz schön viel Eis vor allen Dingen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Das wird auf jeden Fall deutlich naturgeladener. Und ich bedanke mich an der Stelle bei Matchmasters für Sponsoren des Videos, weil ohne solche Sponsorings wären solche Videos und solche Reisen leider nicht möglich. Den Link dazu packe ich euch natürlich nochmal rein und den QR-Code findet ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Euer nicht Zwiebelringe liebender Hamster. Hm? Machst du den letzten?